und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ein weiteres Replay. Diesmal vom Big Pütten. German. Und er ist auf der Map Tunesien. Einmal stirbt er. Eine Abschusshilfe. Ein Gebiet nimmt er ein. Und 7 Kills macht er. Ja. Und erstmal gucken. Also er hatte Tiger. Er hat die Deutschen erstmal. Fangen wir so an. Er kriegt gute Treffer ab. Lol, dass sie da nicht durchkam. Ist ja so eine berühmte Stelle, wo man immer bei den Tigern durchkommt. Aber gut. Dickes Einschussloch, kam nicht durch. Alles klar. Ja, in letzter Zeit hat er sehr viel mit mir gespielt. Er hat sehr viel, also er ist wirklich letztens sehr gut vorwärts gekommen in der Forschung. Der hat sehr schnell den Tiger 2, ja, wobei, Tiger 2P hat er ein bisschen länger gebraucht. Dann Tiger H, Tiger 2H ging sehr schnell und dann noch den Panther 2. Hat er richtig Gas gegeben. So. Ja, was macht denn der jetzt? Also er fährt nach C. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob er in dieser Folge schon den Panther 2 drin hat. Das ist wieder so eine Sache. Dann kommt man nämlich ab und zu mal mit einer Maus ins Gefecht. Und der hat 8-0. Aber gut. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, das sah aus wie ein Centurion, ne? Ja, Centurion MK3. Ja, mit einer Maus. 8-0 und Panther 2 passt nicht, finde ich. 7-0 gegen 8-0. Und wir wissen ja, wie die Maus ist. Nirgends, wo kommst du durch? Die Festung. Genauso wie der E-100 oder Jagdpanzer. Das sind auch, Jagdpanzer. Jagdtiger. Die sind ja auch tödlich. Aber gut. So, fährt raus, holt sich den Panzer, fährt wieder zurück. So macht man das. 2 Kills hat er schon. Oh, FV4202. Ich glaube, das ist der... Ja, mei. Er schießt erstmal direkt auf ihn. Hä, als ob er ihn sehen kann. Warte mal. Ja doch, der kann die Kommandoluke, denke ich, sehen. Das können die Briten, ja. Die sind so schnell im Schießen. Die brauchen nicht lang zum Nachladen, ey. Das fuckt mich immer so ab. Oh, da kam er sehr gut durch. Fahrer ist tot. Ich glaube, der Richtschütze... Nee, warte mal, der sitzt bei denen auf der linken Seite. Nee, Quatsch, auf der rechten Seite. Also hat er den gerade gekillt, glaube ich. Auf gut Glück, einfach durch den Smoke schießen. Hat geklappt. Er hat ihn gemacht. Das ist wieder was, das verstehe ich nicht. Panzer 3B, was hat der hier wieder zu suchen? Wieder ein Free Kill. Na gut. Beim nächsten ist er aber weg. Oder auch nicht, er brennt zumindest. Hat er einen Feuerlöscher? Der wird wohl einen Feuerlöscher haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Also... Wer in solchen Gefechten ist und hat keinen Feuerlöscher, dann mit so einem Panzer, dann weiß ich auch nicht. So, nochmal in Brand stecken konnte er ihn nicht. Aber wenn er so jetzt schießt, dann macht er ihn. Perfekt. Na, da unten kommt der nächste rausgefahren. Ist auch so ein kleiner. Das sah doch gerade aus wie der Radpanzer da, der Deutsche. Selbst wenn es der Radpanzer nicht war. Es war trotzdem ein kleiner Panzer, der hier eigentlich, glaube ich, nichts zu suchen hatte.
Kann er ihn treffen? Er kann ihn treffen. Nee, das wird nichts. Oh, der Tortoise. Bei dem brauchst du es gar nicht probieren. Also ich habe noch keine Stelle gefunden, wo du vorne durchkommst. Ich glaube, ehrlich gesagt, er benutzt das Kommandofernglas. Ist auch mal was. Gut, so siehst du die Feinde ganz gut, ne? Wenn du da herguckst. Jetzt kann er ihn... Ja, nicht mehr. Jetzt hätte er ihn treffen können. Unnötiger Abpraller, schade. Hätte er machen können. Oh, da gab es eine grüne Stelle. Ist ja mal interessant. So, schon wieder das Kommandofernglas. Ich persönlich nutze das gar nicht. Aber ehrlich gesagt, sollte ich das mal öfters benutzen. Wenn man in solchen Situationen ist, bringt das natürlich viel, wenn du so drüber gucken kannst. Das sollten sie noch einfügen, dass wenn man das Kommandofernglas benutzt, dass dann auch der Kommandant da irgendwie rausguckt mit dem Fernglas. Aber gut, dann wäre der möglicherweise wahrscheinlich sehr schnell tot, aber man hätte eine neue Animation. So, kommt er ran? Nee, er kommt nicht ran. Ja doch, er kommt dran. Er kommt dran. Hat er sehr lang gewartet. Oh. Jetzt wird er sich wahrscheinlich löschen. Ach, das war ärgerlich. Schade, er hätte sich den M4A4 da hinten so schön holen können. Ja. Da ärgert er sich wahrscheinlich jetzt auch selber. Na gut. So, ich muss jetzt wieder wechseln, weil wir kennen das ja aus Wochen. Ach nee, er macht das automatisch. Auch gut. So, jetzt hat er einen Tiger P, aber. Ich sag immer Tiger P. Tiger 2P. So, der Tortoise wieder. Das Ding ist halt... Ja, wie kann man es beschreiben? Entweder auf deutscher Seite der Jagdtiger. Oder Ferdinand. Ja, wobei... Nee, eher wieder Jagdtiger, weil du kommst da auch vorne nirgendwo durch. Oder wie der T95. Oder T28, glaube ich, heißt der. Der mit den... wo auf beiden Seiten nur eine Kette ist. Die Bomben werden wahrscheinlich nichts machen, er ist ja auf Fahrt. Er jetzt stellt sich wieder an seiner Position hin, wo er eben schon war. Campen, der Junge, das kann er gut. Ist ja auch
ist ja auch nicht böse gemeint, kann man ja machen, ne? Wenn man Kills macht. Ist ja auch ein Strategiespiel, da musst du ja auch so ein bisschen campen und warten, bis einer kommt. So, der IS-2 zielt die ganze Zeit auf ihn. Der wartet nur. Er sollte jetzt durch die Ritze da zielen, rechts. Vielleicht kriegt er den M26 dann. Ah, oh, er kommt nicht vorgefahren. Okay, jetzt durch diese kleine Ritze schießt der Tiger. Der steht ja auch immer noch. Die zielen jetzt alle auf ihn hoch. Da hat er jetzt ein Problem. Auch der M4A4 steht da immer noch. Dieser Franzose, oder? Ist das der Franzose oder der Japaner? Das weiß ich nicht, welcher M4 das ist. Ich glaube, es ist der Franzose. Mittlerweile hat jede Nation ja so viele Ami-Fahrzeuge mit drin. Franzosen, Briten und Japaner. Ebenso die Flugzeuge sind auch so viele bei, die von den Amis sind. So, da konnte sich den M26 holen, den Pershing. Jetzt wird der IS-2 kommen, da kriegt das Rohr aber nicht tief genug. Das Problem ist, der Tiger 2P ist nicht so gut gepanzert. Er weiß gerade nicht, auf wen er zielen soll. Beide kommen so komisch vorgefahren. Also, wenn er Glück hat, wird der IS-2 jetzt gemacht. Okay, das war jetzt blöd vom IS-2. Da hat er wirklich gedacht, er bekommt da easy durch, aber ne. Finde ja auch gut, wie er das abgedeckt hat. So, da kommt man dann nicht so leicht durch. Beziehungsweise findest du nicht so schnell die Stelle, wo man durchkommt, wo es grün ist. So, jetzt hat er den auch gemacht. Hat er seine 7 Kills. Jetzt fährt er wahrscheinlich in den Punkt noch. Bis der Tortoise da weggeschossen wird. Also wenn es um sowas geht, hat man ja auch im letzten Replay gesehen, wo ich das Replay erspielt hatte und ich ja die ganze Zeit zwischen den Sichten geswitcht habe. Also den Pütten kannst du gut gebrauchen zum Verteidigen. Der bleibt da stehen, der wartet easy, bis sie alle kommen und dann schießt er sie einzeln weg. Das kann er gut. Da muss ich ihn loben. Das ist wirklich was. Da ist er top. So, jetzt nimmt er eine ganz gefährliche Position ein. Saar 50. Das gucke ich mir gleich mal an, ob das wirklich... Das ist nämlich etwas, das nervt so, dass die Amis in jeder Nation vertreten sind. Ich will wirklich gleich angucken, ob das der Ami, ob das der Japaner ist oder der Franzose. So, ja, das Gefecht ist gewonnen. Gebiet hat er jetzt auch eingenommen oder mit erobert. Und da ist ja noch einer oder noch zwei im Punkt drin gewesen. Ne, einer. Der Chernobyl. Okay, ja. Da hat er den Punkt. So, Alter, das ganze Team war super. 7, 6, 6, 7, 5, 5. Und im Gegnerteam 5. Ja, gut. Ne? Da ist nicht so viel passiert. Volker. Ich habe gerade erst gedacht, irgendwas mit Volk. So, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten... Nee, Quatsch, ich will das noch gucken. Ich guck das jetzt nach. So. Warte mal. Her.
Nee, ich glaube, das ist doch der Franzose. Ja, die haben hier zwei Ami-Panzer. M4. Genau. Ja, ist doch. Oh, hätte ich auch daran erkennen können. Die haben ja das Typische bei den Franzosen, die haben so einen komischen Lauf. Naja, hätten wir das? Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, jetzt kann ich sagen, lasst doch ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Warfunder wieder. Ciao!